wirtschaften können, dass wir uns angewöhnen müssen an die Bedürfnisse auch des Rests der Welt zu denken und an deren Chancen zu einem einigermaßen erträglichen Lebensstandard zu kommen. Das hat sich also von Anfang an die UNO auch in ihre Charta geschrieben, wenn Sie so wollen, eine Verpflichtung zur Hebung des Lebensstandards weit Welt beizutragen oder darauf zuzuarbeiten. Da für diese Entwicklung, damit das politisch ins Bewusstsein gehoben wurde, war natürlich auch die Phase vor dem Ende des Kalten Krieges wichtig, nämlich die Entkolonialisierung, besonders in Afrika, wo zahlreiche neue Staaten entstanden sind, die dann alle UNO-Mitglieder wurden. Und dann war es übrigens mit der Dominanz der Vereinigten Staaten in der Generalversammlung vorbei. Und diese Staaten forderten dann natürlich auch ihren gerechten Anteil an sozusagen am Aufkommen des Weltwohlstands. Deswegen betreibt die UNO Entwicklungshilfe, deswegen versucht die UNO durch Hilfsprogramme die Bildung und Ausbildung in den sogenannten Entwicklungsländern zu fördern. Deswegen gibt es auch eine Weltgesundheitsorganisation. Deswegen, nicht, die jetzt neulich bei der, welche Grippe war es, wieder aktiv wurde und feststellte, dass es tatsächlich die Gefahr einer weltweiten Ansteckung gibt, die Vogelgrippe. Da ist dann die UNO ist dann zentral zuständig, um zu sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich diese Situation offiziell feststellen, dass eine solche Gefahr einer Epidemie besteht. Oder es gibt Institutionen, die für den Klimaschutz sich verantwortlich fühlen. Auch diese Dinge laufen alle unter dem Dach der Vereinten Nationen, sind aber zum Teil unabhängige Organisationen. Nicht alle Organisationen dieser Art sind direkt der UNO unterstellt oder weisungsabhängig, sondern kooperieren mit der UNO. Das Ganze ist ein riesiges Geflecht aus UNO-Institutionen und Nichtregierungsinstitutionen, Organisationen, die miteinander kooperieren. Gut, bis dahin erstmal. Machen wir Pause. Ja, machen wir erstmal eine Pause.